Ja, moin moin und mal wieder zurück. Willkommen auf dem Kanal. Und zwar heute mit was ganz, ganz Besonderem. Heute gibt's Scythe. Es ist endlich raus. Ich habe lange, lange drauf gewartet. Und ja, Hammer Spiel, so wie es bis jetzt aussieht. Und ja, gab es damals bei Kickstarter über Stonemaier Games von Jamie Stegmaier. Und wie ihr schon seht, limitiert 421 von 3430. 1 bis 5 Spieler, 115 Minuten mit dem super geilen Artwork von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Jakob oder Jacob, also Jakob Rosalski. Super, super geile Artwork, ist eine Mischung aus normaler Landschaftsmalerei, würde ich mal sagen, mit modernen Elementen, Kriegselementen mit Max. Ich habe ein Jahr darauf gewartet, gab es, wie gesagt, bei Kickstarter. Gab es in 3 Ausführungen, normale Standardversion, dann gab es die Collector's Edition, wo die Materialien ein bisschen hochwertiger sind und ich glaube eine größere Spielkarte dabei ist. Und des Weiteren gab es dann noch die Art Connoisseur Collector's Edition, wo auch noch ein Artbook von dem guten Herrn Rosalski dabei ist und die habe ich mir gegönnt. Ich kann gar nicht mehr sagen, was genau die gekostet hat. Ich meine, wir lagen bei 90 Dollar oder so um den Dreh rum. Ja, lange drauf gewartet. Heute gekommen, bleischwer das Ding. Also ich dachte auch, meine Fresse, deshalb habe ich mir mal den Spaß gemacht. Und habe mir einfach mal die Haushaltswaage von unserer lieben Frau geholt. Also beziehungsweise von meiner lieben Frau. Und da wollen wir doch mal gucken, was die dazu sagt. Wie kriegen wir das Gerät denn an? Ich bin da so ein bisschen. Aha. Da tut sich was. Stellen wir da die Geräte mal da drauf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber es blinkt. 5,2 Kilo Spiel haben wir hier. Jawohl. Also wie gesagt, großes Päckchen. Schweres Päckchen. Und ihr merkt doch schon, das ganze Stativ wackelt hier, wenn ich das bewege. Und wir drehen es einfach mal um den Lümmel und gucken dann mal, was da so drin ist. Uiuiui. Sieht schon mal sehr gut aus. Kann ich nicht anders sagen. Ich werde mal eben ein bisschen reinzoomen. Das ist doch schon mal sehr fett, wenn man hier so ein bisschen guckt. Wir nehmen das gleich einzeln auseinander, deshalb. Da ist die Auflistung, was da alles drin wohnt. Hier haben wir eine kleine Hintergrundstory. Ich zoome mich auch mal eben ran. So, the ashes from the first great war still darken the snow in 1920s Europe. The capitalistic city-state known simply as the factory which fueled the war with heavenly armor mechs has closed its door, drawing the attention of several nearby countries. Pardon. Ja, der Heuschnupfen mal wieder. With characters from 5 factions converting onto small but highly desired swath of land, who will gain fame and fortune by establishing the empire as the leader of Eastern Europe. Also Europa. Color by Friendly, 90% Language Independent. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir zoomen erstmal wieder raus. Schwuppdiwupp. So. Und dann nehmen wir uns das Ganze mal vor. Ihr merkt das schon, ich habe das auf einer zweiten Kamera mit aufgenommen, die sich präzise da befindet. Damit man auch mal die Ausmaße von dem Spiel sieht, weil das ist echt groß, gerade mit dem zweiten Plan. Sollte das echt fett werden. Und der heilige Moment. Folie runter. Wie gesagt, lange, lange drauf gewartet. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich fand die Artwork so gut, dass ich mir die auch in groß ausgedruckt habe. Sprich DIN A3 und so weiter und so fort. Und mir die gerahmt habe, ein paar davon. Die wohnen jetzt auch hier als Wohnraumdeko. Sehr, sehr schick. Also, ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir schauen einfach mal rein. Schöner, hochwertiger Karton. Auch an den Außenseiten geiles Artwork. Sowas meine ich. Hammer, Hammer, Hammer.
Kann man nicht anders sagen. Oha. Ja. Also, liebe Leute, wir schauen einfach mal rein. Und zwar zwei Clipser, wofür auch immer. Dann haben wir die in den verschiedenen Fraktionsfarben diverse Spielsteine. So, wir machen einfach mal weiter. Noch mehr Spielsteine. Und noch mehr Spielsteine. Und noch mehr Spielsteine. Ah, hier kommen die. Jawohl, hier kommen die Rohstoffe. Da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil, wie gesagt, das war in der Special Collectors Edition, also in der Collectors Edition, konnte man die, glaube ich, extra dabei holen. Die normalen sind da, denke ich, etwas simpler gehalten. Dann haben wir geile Karten, die nicht irgendwie scharf gestellt werden. Da. Und auf jeden, auch hier wieder die geilen Artworks. Also wirklich schön, schön, schön gemacht. Und auch hier sehen wir wieder alles wirklich liebevoll gemacht. Ich denke mal nicht, dass das Rad jetzt neu erfunden wurde bei dem Spiel. Aber prinzipiell zum Spielmechanismus, soweit ich jetzt schon darüber Bescheid weiß, muss man aufbauen, sammeln, tauschen, Krieg führen. Und ja, zu den Regeln kommen wir aber dann, denke ich mal, in einem anderen Video auf jeden Fall, spätestens beim Let's Play. Hier sind komische Druckknöpfe drin. Warum früher auch das immer? Ah, bestimmt für die Spielerboards. Da kann man sich hier was zusammenbauen. Hier haben wir dann Counter, also quasi Zähler. Ich denke mal, da kann man die dann auch da drauf tüddeln. Und dann hat man für jede Fraktion auch, was man erreicht hat, kann man dann schön festhalten mit den Drehrädchen hier. Jawohl. Death Course of Krieg lässt grüßen. Wer weiß, was ich meine. Geil. Super geil. Auch als Poster, das wäre auch super geil. Also ich muss sagen, also die Kunst von den Menschen hat es mir absolut angetan und das gibt dem Spiel schon von vornherein ein ganz besonderes Flair, finde ich. Und ja, das Auge spielt ja bekanntlich mit. Gerade bei solchen Sachen. Also ich bin absoluter Fan von geilen, geilen Aufmachungen von Spielen, weil das einfach sofort mehr her macht. Hier haben wir noch eine Drehscheibe. So, hier haben wir dann eins von den Spielertableaus. Der Autofokus ist heute irgendwie nicht so unser Freund. Des Weiteren fliegt mir gerade eine Fliege ins Auge, die auch soeben durchs Bild geflogen ist. Dann haben wir hier noch mehr Püppchen. Dann packen wir weiter die Minis, gucken wir uns natürlich gleich einzeln an. Noch mehr Püppchen. Dann haben wir hier noch mehr Spielertableaus. Hier haben wir die Fraktion, die mir schon mal sehr gut gefällt, mit dem Thorshammer in der Hand. Aus dem hohen Norden. Hier sind quasi die Deutschen, wenn man es möchte. Sogar mit Pickelhaube, ganz oldschool true. Lange Mäntelbärte, Pickelhaube, jawohl. Gunther, Nacht und Tag, die beiden Wölfe. Sehr schick, also das ist alles super, super schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Hier haben wir dann die Spielertableaus. Und das ist auch wirklich dick. Guckt euch das mal an. Richtig hochwertig. Super geil gemacht. Nicht wahr? Und wenn man sich das näher betrachtet, dann sieht man hier, trotz spiegelnder Lampen, dass hier auch Vertiefungen drin sind, so dass nichts verrutscht, wenn man einfach mal dagegen baselt. Wenn man da am Spielen ist, das kennt ja wohl jeder, einmal eine Düdelüt, wohin gepackt, Bock, einmal dagegen, alles verrutscht. Hier nicht. Hat er sich super geile Gedanken gemacht, der Jeremy Steckmeier. Und hier ist es mit Vertiefung, damit sowas halt nicht passieren kann. Wunderbar. Kommt auch dahin. Dann haben wir einen dicken Satz an Plastiktüten, damit wir auch diverse Sachen da reinpacken können. Dann haben wir die Scythe-Gebrauchsanleitung, also Spielanleitung.
Ja, die ist very English, aber wie ich das gesehen habe, also konnte man damals schon auf der Homepage von StoneMire Games, konnte man die sich auch in German teilweise schon runterladen. Ich werde mal gucken, inwiefern ich das brauche, aber gerade bei speziellen Wörtern, die mehrere Bedeutungen haben, bei Regeln ist das immer so eine Sache, finde ich. Bevor man das missversteht, sollte man das wenigstens einmal auch auf in seiner Muttersprache gelesen haben. Auch das hier schön dick und schön aufgemacht. Farbig natürlich. Also wirklich Hut ab. Dann haben wir hier einen Quick Reference Guide, der förmlich danach schreit, einlaminiert zu werden, weil man den wahrscheinlich öfter mal zur Hand nehmen wird. Auch sehr geil, sowas stehe ich ja auch schon mal drauf. Und ihr seht auf der zweiten Kamera, der Tisch füllt sich langsam. Hier haben wir, tja, was haben wir da? Ein Achievement Sheet, okay. Da kann man halt seine Fortschritte und Errungenschaften drauf vermerken. Würde ich jetzt natürlich nicht darauf rummalen. Und dann haben wir Scythe Automa. Okay. Ach so, okay, alles klar. If you don't have time, option or desire to get a gaming group together, don't worry. We have you covered. This rulebook introduces an artificial opponent called the Automa to Scythe, so you can play it solitaire. Das heißt auch Solo möglich. Stand auch drauf, 1 bis 5 Spieler. Hier sind die Regeln für die Solo-Variante. Auch sehr geil. Wenn die Frau mal wieder keinen Bock hat oder der Kollege keine Zeit. Sehr gut. Oh. Was haben wir hier noch? Ein Beutelchen zum Trocknen. Do not eat. Und hier haben wir, jawohl, das Artbook. Das heilige Artbook. Ich werde nur mal kurz einmal reinblättern, weil das ist definitiv ein Thema für ein eigenes Video. Ja, dazu sage ich jetzt gar nichts groß. Wie gesagt, dafür gibt es ein extra Video für alle, die die Art Connoisseur Edition nicht haben. Aber wie gesagt, die Art, die Art, genau, die Bilder und die Kunst von dem Jakub Rosalski, der hat mir sowas von angetan. Deshalb musste ich das auch in der guten Edition haben. Mit dem Artbook. Was haben wir hier? Das sieht etwas nach Werbung aus. Genau. Checkout, bla bla bla. Die anderen haben wir Tuscany, da haben wir Viticulture, Euphoria und diverse. Ja, aber natürlich Between Two Cities. Auch von Jamie Stegmaier, soweit ich weiß. Und dann zum Beispiel so geile Ressourcenboxen, Rohstoffboxen. Auch wenn der Autofokus anscheinend der Meinung ist, dass das nicht so schick ist. Doch, ist es. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Checkt einfach mal die Homepage raus von StoneMire Games, also www.stonemiregames.com. Da findet ihr das und auch noch diverse andere Sachen. In den Videos kam auch der Jamie Stegmaier sehr, sehr locker rüber. Und ja, einfach mal gucken. So, hier haben wir die Usually Coins, also was ist das, die normalen Rohstoffe, würde ich mal behaupten. Genau, wir sind ja noch gar nicht durch mit einem Rohstoffgedönse und so. Da fällt mir schon eine Münze raus, aber auch geil hier mit dem Torshammer drauf. Jo, das haben wir da. Dann gibt es hier noch praktischerweise sogar mit StoneMire Games Logo eingraviert die Plastikboxen. Ganz praktisch, um halt alles wieder zu verstauen. Ja, wie ihr seht, wird der Tisch langsam immer voller. Das packen wir mal damit hin. Genau, Rohstoffe wollte ich euch noch zeigen und die Minis. Wir fangen einfach mal mit den Rohstoffen an, weil das ist auch super, super geil gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Auf den Spielplan werfen wir nachher einen extra Blick. So, dann schaut euch das mal an. Ich denke mal, das wird Getreide oder ähnliches sein, auch wenn der Autofokus gerade mal wieder hier normal seid. So, jetzt guckt euch das mal an, wie schön das gemacht ist. Richtige kleine Töpfchen. Ich kann auch mal einen rausnehmen oder Säcke oder was auch immer das darstellen soll. Na, das ist doch mal was. Ja, also das, wie gesagt, das Auge spielt mit und ja, ich finde sowas ist auf alle Fälle hammer, hammer, hammer geil. Und es ist ja nicht so, dass man das einmal spielt und dann in der Ecke stellt bei guten Spielen. Es ist ja wirklich so, dass man das oft in der Hand hat
und oft damit spielt. Und jedes Mal, wenn man das dann spielt, also geht mir zumindest so, ich bin ja auch dann auch so ein bisschen Kind geblieben, sag ich mal, da freut man sich über so geilen Scheiß. Auch hier, wenn man hier das Wood, also das Holz betrachtet. Ich gucke mal, ob ich das scharf kriege hier. Da. Ui, da haue ich vor Freude fast das Stativ um hier, so richtig. Holzstück mit Jahresring sogar. Also super geil gemacht. Super, super, super geil. Gefällt mir sehr gut. Und das setzt sich halt hier sofort. Hier haben wir noch, ja, das sind kleine Fässer, wenn ich das richtig sehe. Also mit den Regeln bin ich jetzt noch nicht vertraut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einfach mal darauf vertraut. Also ich habe Sprachfehler grob durchgelesen, habe ich mir da schon, worum es da geht. Klar, sonst würde ich nicht so viel Geld da rein investieren. Das wirkt auch alles in sich schlüssig. Hier haben wir Fässer, denke ich mal, soll das darstellen. Und das Prinzip war geil, weil es halt viele Sachen kombiniert, sprich irgendwie sowas wie Siedler und dann irgendwie ein bisschen mit Krieg dabei und mit Entwicklung und und. Fand ich jetzt sehr, sehr geil. Ja, hier haben wir noch, denke ich mal, Metall oder was das auch immer darstellen soll oder Eisen. Auch richtig, richtig schwer, die Dinger. Sieht sehr geil aus. Die lasse ich jetzt mal da drin, weil sie noch zugetackert sind. Und dann haben wir hier die Münzen. Die mache ich auf, auch wenn sie zugetackert sind, weil da bin ich jetzt echt mal neugierig. Weil es hier ist ja echte Metallmünzen. Also echt gut zu sind sie auch schon mal. Moment, also mache ich ja mal hinter der Kamera mit etwas Gewalt. So, wir nähern uns dem Ziel. Super gut, also ihr seht, Klingeling, was haben wir denn hier mal? Ja, oh geil, mit der echt, also mit sogar richtig mit der Prägung von dem Spiel, das ist nicht irgendwie einfach zugekaufter Billigschrott. Das ist schon was Feines. Und wenn ich das aufkriege, würde ich euch das auch nochmal direkt. Aha, jetzt. Ihr hört schon Klimper, Klimper. Echte Metallmünzen. Super geil gemacht, oder? Kann ich nicht anders sagen. Hammer, hammer geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann kommen wir natürlich, bevor wir zum Spielfeld kommen, einmal zu den Minis. Weil die auch sehr liebevoll gemacht sind und für jede Fraktion separat und so weiter und so fort. Irgendwie hat der Autofokus heute einen am Kappes. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Hier haben wir die einzelnen Mechs, die man eventuell, wenn man Lust und Laune hat, auch noch nachmalen könnte, also sprich anmalen. Die sind halt für jede Fraktion wirklich separat. Das sieht man hier schon. Auch super geil gemacht. Und auch vom Detaillevel her für die Größe sehr schick, kann ich nicht anders sagen. Jeder, der Tabletop spielt, der ist natürlich immer sehr verwöhnt, was irgendwie so Minis angeht, aber ich muss sagen, für normales Brettspiel sind die Miniaturen ja erste Sahne. Kann ich nicht anders sagen, gefällt mir sehr gut. Die Max hier, auch fetter Läufer. Blub, blub. Sehr schön gemacht, die verschiedenen Fraktionen. Und dann haben wir natürlich hier noch die verschiedenen Charaktere der Fraktionen. Der Name ich leider noch nicht auswendig kann, verzeiht mir. Aber auch sehr schön gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Auch schwer. Schön gemacht. Hier ist der von Saxony mit seinem Wolf. Warum auch immer der drin war. So. Hier haben wir einmal den Ritter, wie er aussieht mit dem Adlerfalken sonstiges.
Ja, massiv und schwer, die Nordmänner. Auch hier geht der Detail gerade so weit runter. Ich versuche das mal einzufangen, dass man hier sogar den Torshammer noch sieht auf dem Kopf. Also wie gesagt, für normale Brettspielminiaturen ist das auf alle Fälle sehr, sehr, sehr geil. Und natürlich haben wir hier auch noch den letzten. Die Dame mit ihrem Bären. Nicht falsch verstehen. Jo, das sind die Miniaturen. Auch super geil gemacht. Gefällt mir sehr gut. Dann werde ich dann mal gucken, dass ich das hier mal rausnehme. Und dann nehmen wir erstmal den Spielplan raus. Da gibt es auch gleich, wie gesagt, ein extra Video noch zu. Der ist hier auch doppelt vorhanden nochmal. Und den zeige ich euch gleich nochmal. Ja, also ihr seht, auch hier auf der Kamera, der Tisch ist voll. Es ist wirklich massig, massig, massig Stuff in der Box drin. Und das ist sein Geld auf alle Fälle, denke ich mal, wert. Allein schon für die Sachen. Das Artbook, das gibt es wie gesagt im Extra-Video. Das schauen wir uns ganz in Ruhe an, weil das hat es verdient, denke ich. Und jetzt baue ich einmal den Spielplan auf, weil ich finde, auch der ist sehenswert mit den Hexfeldern. Und ja, wir sehen uns dann gleich zum Spielplan wieder. So, da ist die Karte. Das ist jetzt in der Collectors und in der Art Connoisseur Collector ist es so, dass es zwei geteilte Spielpläne gibt. Und zwar ist dieser hier, seht ihr, habt ihr so ein Teil zum Zulegen. Das ist dadurch extra groß. Der normale wäre dann dieser hier. Wenn man sich das mal einmal kurz anschaut und den umklappt, sieht man im Vergleich zu dem anderen, dass die Hexfelder einfach ein bisschen kleiner sind. Ist aber trotzdem die komplette Karte. Nur, wie gesagt, in der Collector's Edition hat man den Luxus, dass man einen Beilegeteil kriegt und somit eine XXL-Karte, würde ich mal dazu sagen. Also wenn man sich den Tisch im Vergleich da mal zu anguckt, da ist an den Seiten nicht mehr wirklich viel. Vorne hinten steht sogar ein Stückchen über. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal eben ganz grob über die Karte, die nämlich auch handgemalt ist, wie ich das sehe. Der Autofokus, der spinnt mal wieder ein bisschen. Wir gehen einfach mal hier drüber. Hier sehen wir auch, dass die einzelnen Fraktionen vertreten sind. Und wir sehen auch, dass auch noch weitere Editionen, ach, Editionssymbole sage ich schon, nein, Magic gibt es erst am Wochenende, wenn es pünktlich kommt, weitere Fraktionssymbole vorhanden sind. Das heißt, es wird wahrscheinlich in der Expansion demnächst auch noch weitere Fraktionen geben, die man spielen kann. Jede Fraktion unterscheidet sich auch von den Fähigkeiten, die die haben, habe ich gehört. Und deshalb ein ganz netter Anreiz, dann wahrscheinlich nochmal die Erweiterung dann auch für die anderen Völker bzw. Fraktionen zu kaufen. Hier sehen wir noch die Counter und so weiter und so fort, weil alles geschieht auf den Spielertableaus und auf dem Spielbrett, wie ich gehört habe. Und ja, das ist auf alle Fälle schon ein fetter Plan. Und dann muss man erstmal gucken, wo man überhaupt die Spielertableaus daneben noch hinlegen soll. Oben und unten, wenn man das mit mehreren Leuten spielt. Joa, ich wackele hier so ein bisschen vor mich hin, weil ich halt das ganz schön hoch. Und ich würde sagen, ja, wir machen noch gleich einen kleinen finalen Abspann und sehen uns dazu gleich wieder. Jo, Fazit. Was kann man nach dem Unboxing sagen? Es ist super viel in der Box. Also da stimmt Preis-Leistung auf jeden Fall. Es ist bis ins letzte Detail liebevoll gemacht. Ich sag nur handgemalte Karte. Super geile Artworks. Die Rohstoffe super geil gemacht. Die Spielertableaus echt durchdacht gemacht, strukturiert gemacht. Überall ist mit schönen Artworks noch drauf. Die Karten sind auch mit Artworks meistens, die Minis sind schön gemacht. Tja, was will man dazu sagen? Also bis jetzt absolut Hammer und ich denke mal, das wird sich beim Spielen auch fortsetzen. Wie gesagt, das Rad wird wohl nicht neu erfunden werden, was ich bis jetzt gesehen habe, aber es kombiniert viele geile Spielmechanismen miteinander und ja, also ich bin echt erstmal hin und weg
muss ich sagen, sehr liebevoll gemacht und man merkt richtig, dass der Jamie Stegmeier wirklich sein Herzblut in das Spiel gesteckt hat. Und ja, das merkt man. Man sieht's, seht's euch an. Ich denke mal, das spricht für sich. Und an dieser Stelle ist zwar höchst unwahrscheinlich, aber wenn der Jamie gerade zuhören sollte, thanks for that awesome game. It's really, really looking beautiful. And yeah, I'm looking forward to play it. So, würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.